Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Cat Quest 2. Mir ist gerade leider die Aufnahme abgestürzt, das heißt, 20 Minuten lustiger Nebenquests sind weg. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich konnte das nicht retten. Ich habe alles Mögliche versucht, aber MP4-Dateien, die abgebrochen werden, sind leider kaum wiederherzustellen. Ich habe irgendwie das Video wieder hinbekommen, aber der Ton war da nicht und es war ganz furchtbar. Und es tut mir ganz, ganz arg leid, aber da ist nur in Anführungszeichen Nebenquests waren, dachte ich mir, ich lasse es einfach mal. Wir haben Dinge bekommen. Wir haben nämlich, jetzt bin ich mal, ob ich das finde, wir haben hier den Tarnfellumhang bekommen. Einfach ein Nichts als Ding. Und man sieht, er fehlt hier jetzt so ein bisschen. Und das war's. Wir haben dann, glaube ich, jetzt machen wir gerade eine Quest, wo es um Zwillinge geht, die in einer Zeitschleife feststecken oder so. Wir machen das einfach mal, ne? Und ich spiele jetzt gerade mit Tastatur und Maus, weil ich am PC saß die ganze Zeit und versucht habe, dieses Video zu retten und ich gerade einfach keinen Nerv mehr habe, das alles umzustellen. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt geht. Ich muss mich daran gewöhnen, aber dann hat sich das mit den Klicks halt aufgelegt. Wenn wir meinen Bruder finden, wird dies alles vorbei sein. Ich weiß, das Feld stimmt. Ja, dann machen wir das doch mal. Marmy, deine Schwester kommt. Ja, denn darum geht es gerade. Marmy sucht ihren Bruder, der aber irgendwie nicht wirklich da ist. Und dann auch doch wieder da ist irgendwie. Aber sich ja nichts erinnert. Und wir sind da hochgegangen, wo die Truppen waren. Und kann ich das eigentlich, wenn ich hier auf... Es gibt... Wie komme ich denn eigentlich... Wie komme ich denn eigentlich bitte zu meiner Übersicht? Das weiß ich jetzt auch nicht, wie ich zu meiner Weltkarte komme normalerweise. Mit M vermutlich, oder? Nee, auch nicht. Okay. Egal. Wir gehen einfach mal rein, das wird dann schon werden. Hier in der fellfremden Höhle ist es passiert. Mami, bist du hier? Und da haben wir gleich... Das ist er. Der Bruder, der rumglitscht, sie übrigens auch manchmal. Ist das mein Bruder? Ein weiterer? Sie sind Betrüger, sie müssen das sein. Na gut, dann wollen wir doch mal gehen. Wir hatten vorher eine sehr lustige Quest mit Grindelmiau und... Und Dumble... Ja, oder so ähnlich. Das weiß ich halt gerade. Ich muss wirklich gucken, wie das mit den... Es ist sehr unpraktisch, ohne Gamepad zu spielen. Nicht, weil es nicht geht, sondern einfach nur, weil ich die Tastenbelegung absolut nicht drauf habe. Eine Taste habe ich aber gemerkt, wo mein Heilzauber ist, nämlich. So, bitteschön. Wir probieren das jetzt einfach mal. Wenn es wieder abstürzt, wissen wir, es liegt an der Quest und ich darf die Quest nicht machen. Autsch. Ich werde eventuell auch wieder meine Maus klicken die ganze Zeit, statt meinem Controller, diesmal die Maus. Autsch. Gut ist das nicht mit meinem Leben hier. Au, Mist. So. Level Up werde ich auch nicht bekommen. Einfach versuchen, uns wieder hochzuheilen. So ist nicht. So, jetzt bitte nochmal den kleinen Heilzauber. Autsch. Kein Mana dafür. Haben wir gleich wieder. Oh. Mana. Eine Drei-Totenköpfchen-Quest. Weil eigentlich ist sie nicht so schwer. Es liegt halt gerade wirklich nur daran, dass ich nicht weiß, wie man ausweicht. Hab ich überhaupt schon... Ja, aber ich wollte einfach mal schnell gucken, ob das... So. Ich weiß es jetzt. Ich hatte nie einen Bruder. Ich bin nicht einmal echt. All die...
All dies, mein ganzes Leben, ist nur Teil eines Spiels. Oh, die Armen. Aber ja, so ein bisschen schon. So, jetzt holen wir uns aber noch die Kerlchen da oben. Kommt alle her, ihr. So. Das haben wir jetzt geschafft. Die Quest ließ sich abschließen. Sehr schön. Jetzt spielen wir halt ein bisschen eingeschränkt diesmal. Passiert einfach mal. Oh, sie ist traurig. Ich hoffe, wir können sie... Kein Mana. Kein Mana. Okay, kann ich dich aufheitern? Fein, fein. Oh, arme kleine Zwillingsschwester. Gentle Bro Desmond. Hi, ich bin ein Gentle Bro. Wir haben Cat Quest 2 gemacht. Hi. Oh, ist das schön, dass das wenigstens wieder drauf ist. Hi. Also ist es wahr. Dies ist alles nur ein Spiel. Ganz ruhig, mein Kind. Es ist nur ein kleiner Fehler. Komm mit und ich bringe dich heim. Oh. Sie umarmt dich. Es fühlt sich seltsam echt an. Oh. Wisst ihr, ich fand immer, ihr zwei seid was Besonderes. Fast als sei diese Welt für euch erschaffen worden. Oh, ist das lieb. Der Fehler tut mir leid. Zwillingsstadt macht uns immer Schwierigkeiten. Tschüss. Bye. Oh, ist das schön. So, wollen wir mal gucken, dass wir immer speichern. Und dann, nehmt's mir nicht übel, unterbreche ich kurz die Aufnahme. Und setze sie aber sofort wieder an. Ich will nur nicht, dass das hier fehlt. Das ist zu süß. Gut, dann... Ich hätte drauf kommen können. Unten ist es ja. Tab ist das. Dann schauen wir doch einfach mal, wo die nächste Nebenquest ist, die wir machen können. Beim Schnurrplatz. Dann gehen wir da doch mal hin. Wird schon gut gehen dann. Und jetzt nicht mehr. Ich mache das jetzt einfach so, dass ich zwischendurch, bis ich mich wieder... Höhle Kinder leichte. Boah. Wieso kann ich in die Höhle Kinder... Ah, jetzt kann ich rein. Wir probieren das einfach mal. Die kinderleichte Höhle. Au. Ja, so kinderleicht finde ich die gar nicht. Ist schon ein bisschen gemein mit den Zagnia. Und übrigens, Space ist Dodgen. Ich habe eben einfach mal ein bisschen rumprobiert. Und war alles gar nicht so schwierig. Man kann es ganz wunderbar auch am PC spielen, so ist nicht. Ich hoffe, ich komme da lebendig durch. Au. Au. Ja, vielleicht nicht unbedingt zu gut, ne? Lass mich gerade kurz überlegen. So. Wie gut, dass er jetzt wieder lebt. Und wir können jetzt hier reingucken. Dankeschön. Eismagiergewand. Sehr schön. Vielen Dank. Ist natürlich die Frage, kommen wir hier durch? Mitte? So, jetzt probieren wir das einfach mal. Autsch. Ein bisschen Schaden haben wir genommen, aber das ist zu verschmerzen. Und da ist nochmal eine Kiste. Dankeschön. Mit X können wir wechseln und dann kann er jetzt erstmal wieder... Ich habe so das Gefühl, ich komme hier nicht mehr lebendig raus. Das könnte jetzt natürlich alles furchtbar schief gehen. Autsch. Okay, wir haben es gerade so überlebt. Oh je. Wir schaffen das hier raus. Komm, wir kriegen das hin. So. Oh, ganz knapp. Okay, wir hätten auch auf die andere Seite gehen können, aber komm, wir verschwinden von hier.
Es ist unglaublich ungewohnt, wenn man mit Tastatur und Maus spielt. Unglaublich ungewohnt. Buch der ersten Könige, Auszug 3. Die Drachenblüter waren Aelius treu, hatten geschworen, eine Erde neu. Als die Verbannung kam so gut, kämpften sie mit Macht und Mut. Ich will da aber gar nicht raus. Nie, dann nie wieder raus. Ich möchte nicht hier weg. Königduos Ruinen, die sind Level 40, da könnten wir auch mal reingucken. Aber tatsächlich würde ich gerne zuerst hier unten speichern. Mir dann einfach mal hier die Quest angucken. Hallo. Geheimnisvolle Stimme. Psst, hier, hey, ich verstecke mich im Gebüsch. Könnt ihr mir helfen, gestohlene Vorräte zurückzubekommen? Ja, dann würde ich doch mal sagen, ja, für das übergeordnete Wohl, natürlich. Vorräte verschwinden dauernd. Deshalb habe ich mich in diesem Busch versteckt, um die Situation zu überwachen. Stellt sich heraus, dass die königlichen Soldaten die Vorräte für sich selbst gestohlen haben. Wie gemein. Es gibt zwei Wege, die sie normalerweise nehmen. Bin mal gespannt. Okay. Sie sind gerade losgegangen. Also wählt den richtigen Weg und holt die Vorräte zurück. Wählt den richtigen Weg. Woher weiß ich ja, welcher der richtige Weg ist? Ich gehe jetzt einfach mal hier unten lang. Ah ne, da sind sie ja schon. Perfekt. Hey, ihr's. Ja, okay. Teilt die Vorräte auf, damit wir einige zurückgeben können. Oh, miau. Wir werden ertappt. Rocky. Ja, das war klar, dass das. Hilf uns! Okay. Aha. Miau, ich glaube, sie sind weg. Das war gerade voll der falsche Skill. Ich dachte, wir wären die Katze. Okay, sammeln wir das hier ein? Nein, meine Münze. Oh Gott, sie sind noch hier. Nehmt es einfach. Nehmt uns nicht fest. Lauft! Oh Gott, was habt ihr denn da geklaut, Leute? Du nimmst die Vorratskiste. Sehr schön, dann können wir jetzt ja zurückgehen. Diese kleinen Gauner. Ich hab mich verklickt. Tut mir leid. So, ich würde aber ganz gerne wieder mein Kätzchen sein, damit ich mich heilen kann, notfalls. Und wer bist du jetzt tatsächlich? Danke für die Vorräte. Ich werde sie später verteilen. Nimm das hier. Weißer Mariot, Dankeschön. Wir sind ein gutes Team. Kommt und findet mich wieder. Das machen wir doch auch gleich. Auftrag abgeschlossen. Sehr schön. So. Nicht mehr, bitteschön. Ja, wir sind gleich wieder bei dir, kleines Ausrufezeichen. Da sind wir schon. Hey, ich bin's wieder. Hier gibt es Verräter. Ihr müsst mir helfen, sie zu konfrontieren. Von den Reichen stehen. Das machen wir doch gleich mit Robin Hood. Da sind verräterische Stadtkatzen, die unser Gold an die königlichen Soldaten geben. Grrr. Sie treffen sich in der kinderleichen Höhle. Geh und bring ihnen das Fürchten bei. Grrr. Oh Gott, die kinderleichte Höhle. Die finde ich ja gar nicht kinderleicht. Da waren wir eben drin. Mit diesen ganz furchtbaren Fallen. So, weil er im Weg war. Also nochmal hier rein. Hier sind die Vorräte. Ich hoffe, das reicht erst einmal aus. Hi. Jemand ist hier. Lauf. Okay, wir sehen aber, wo wir hin müssen. Das ist gut. Ich bin hier. Findet mich. Nicht die anderen. Mich. Wir müssen bestimmt zu den anderen. Er lockt uns jetzt einmal dahin und dann sollen wir. Dann sollen wir sehr wahrscheinlich noch zu den anderen rüber, was aber kein Problem ist, denn dann müssen wir wenigstens noch einmal da durch. So. Mal gucken, wie gut oder schlecht wir hier durchkommen. Das ging erstaunlich gut. Bitte, die anderen sind unschuldig. Wenn ihr jemanden festnehmen müsst, dann nehmt mich fest. Oh, lasst mich raten, ihr sagt das jetzt alle. Warte, ich erinnere mich, dass Kiri sie vorgestellt hat. Wir sind die Königsblüter. Meine Könige, diese Soldaten verstoßen gegen das Gesetz, um uns und den Stadtkatzen zu helfen. Ohne sie müssen wir alle unsere Vorräte und unser Gold der Armee für den Krieg geben. Verstehe. Also tut ihr etwas Gutes. Meine Könige, ihr sagt, ein Busch hat euch uns hinterhergesendet. Dieser Busch muss ein Spion sein.
Wir müssen diesen Busch entdecken. Eure Majestäten, bitte trefft mich draußen. Okay. Wenn wir raten, diesmal komme ich nicht so einfach hier drüber. Ah, doch, es ging. Sehr schön. Dann gucken wir doch mal, dass wir hier durchkommen. Es geht gut mit Tastatur und Maus, muss ich schon sagen. Es ist ein bisschen... Au, au. Es ist ein bisschen ungewohnt, aber es geht. Ah, du merkst, kleiner Drache. So, wo ist denn unser Friendo? Wieder im Dorf, nehme ich an, der Nähe. Ah, nee, da ist er. Hallo. Wir werden uns hier wieder treffen, eure Majestäten. Ich denke mir einen Plan aus. Oh, nimm das. Ein Ritterhemd. Dankeschön, das ist aber lieb. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Sobald wir, ja, einmal speichern. Und weiter geht's. Eure Majestäten, wir haben einen Plan, um den Busch zu entbuschen. Werdet ihr uns helfen? Ja, natürlich machen wir das. Eure Majestäten, wir werden den Busch an den von mir markierten Ort locken müssen. Der Zauberer wird ihn fangen und die Wahrheit unter diesen Blättern herausfinden. Viel Glück! Das heißt, wir plaudern jetzt mit dem Busch und sagen, wo er hinkommen muss. Ihr seid endlich zurück. Ich wette, ihr habt diesen Verrätern eine Lektion erteilt. Hm? Ich muss euch etwas bestätigen. Geht voran, ich treffe euch dort. Alles klar, dann gehen wir da doch mal hin. Was mich am meisten ärgert übrigens daran, dass die letzte Folge schon wieder kaputt gegangen war. Wenn ich nicht gedacht hätte, ja komm, noch eine Quest, dann wäre das nicht passiert. Dann hätte ich eine Aufnahme gehabt. Das ärgert mich gerade so total, deswegen, die hier wird nicht überzogen. Also, was soll ich mir ansehen? Hab ihn! Er verwendet einen Zauberspruch, um sich zu verstecken. Ich werde ihn entzaubern. Was ist das? Was tust du? Meine Tarnung! Ihr Verräter der königlichen Armee! Ihr werdet dies bereuen! Ist also tatsächlich einer von den... Warte mal, das ist kein... Agent 00Cat7? Ihr wisst nicht, wer ich bin? Ich bin Agent 00Cat7, der beste Spion der Armee! Ah ja. Meine Agenten sind überall. Agent 8, Agent 10, haut ab! Ihr werdet dafür bezahlen, dass ihr meine Tarnung zerstört habt. Wow. Gut, die sind jetzt nicht so das Problem, ne? Nicht so das Problem gewesen. Meine Könige, hier drüben. Kleinen Moment. So, jetzt. Danke, dass ihr die Spione besiegt habt. Bitte nehmt dies. Ein Eismagierstab. Dankeschön. Das ist sehr lieb. Wir werden weiter den Stadtkatzen und Magiern helfen. Viel Glück, eure Majestäten. Das freut mich sehr. Jetzt ist die Frage, was haben wir denn noch für Quests hier in der Nähe vielleicht? Ich würde persönlich gerne beim Schnurplatz, da waren wir ja gerade eben in der Nähe, ich würde mir gerne hier noch die Unus-Ruinen ansehen und hier oben auch noch die Ruinen. Und vielleicht die einsame Höhle einmal, so ganz kurz reingucken. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht mehr lange machen. Ich habe meine Lektion gelernt, aber erstmal einmal speichern bitte. So. Damit nichts mehr passieren kann von hier aus. Normalerweise stürzt das Spiel auch nicht ab, also ich weiß nicht, was das vorher war. Einmal 40, das können wir einmal machen, würde ich sagen. Tafel untersuchen, jawohl. Teste, ja, natürlich, Mut testen, es kommen wieder drei Wellen. Das habe ich vorher auch einmal gemacht, leider war es dann ja eben nicht da. So. Dann Welle 2, wir können uns heilen, also von daher gar kein Problem. Ich bin gerade sehr unvorsichtig, weil ich einfach alles sich halt doch noch ein bisschen anders steuert, wenn man mit Tastatur und Maus hier ist. So. Jetzt müsste doch wieder der Große kommen, oder? Oh, ein Drache. Ja, das ist ja nicht so schön, ne?
dachte, ich wäre da weggekommen. Hoppala. So, Drache ist besiegt. Wettbewerb abgeschlossen. Dankeschön. Und wir können uns unsere Belohnung holen. Der Schatz gehört dir. Hey! Lohnt sich immer sowas? Für den Ritter. Der Ritterhelm wird jetzt aber echt geboostet. Und ein bisschen Gold. Vielen Dank. Dann fehlt jetzt noch, würde ich sagen, ein Dungeon und dann... Ich sollte es nicht machen. Ich sollte jetzt einfach Schluss machen. Ich sollte jetzt einfach sagen, ich habe meine Lektion gelernt. Und ich mache Schluss. Ich muss aber auf jeden Fall nochmal speichern. So. Und wo hatte ich dann gesagt? Da unten war der. Wir gucken mal, welches Level das hat. Und dann entscheiden wir die Unus-Ruinen. 50. Wisst ihr was? Dann gehen wir da das nächste Mal einfach rein. Ich halte mich jetzt da dran. Es sind zum Glück, haben nur die Nebenquests gefehlt. Es war eine, die sich auf Harry Potter bezogen hat. Das Grindelwald, also mit dem Tarnfellumhang. Das Grindelwald, die nicht Magierkatzen bestrafen wollte und meinte, dass die Magierkatzen sich nicht anpassen müssen. Und Dumblemiau oder Miaubeldor, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, wollte das natürlich verhindern und wir haben letztlich deswegen ja den Tarnfellumhang bekommen. Und die andere Quest, wo ihr das Ende von noch gesehen habt, da haben wir einfach... Da wollte die Schwester gerne, dass wir ihrem Bruder, weil er zur Armee musste, ein Schwert bringen. Er war nicht da, wir haben es wieder gemacht, haben dann festgestellt, das scheint ja alles eine Illusion zu sein und ein bisschen komisch. Und letztlich... Ja, letztlich hat sich dann ja rausgestellt, dass es ein kleiner Fehler war und wir haben zum Glück das mit dem Gentle Bro wieder drauf. Das ist übrigens tatsächlich Entwickler, die Entwickler heißen Gentle Bros. Gut, dann sage ich jetzt vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Nächstes Mal nehme ich vermutlich wieder mit Gamepad auf, aber ich hatte wirklich, ich habe mich erst hingesetzt mit dem Gamepad und dann alles wieder zurück, weil ich mir an den PC setzen musste, um zu gucken, ob ich die Folge retten kann und dann ging das alles nicht und ich habe jetzt echt einfach keinen Nerv gehabt, das Ganze nochmal umzustellen. Deswegen diesmal mit Maus und Tastatur. Ging ja auch, war ja auch möglich. Also bis zum nächsten Mal und bye bye.